Hallöchen, grüße dich hier zu meinem Video. Ja, ich bin mit meinen Kindern ein bisschen hier wieder in der Natur, in diese Turnsport, wie sagt man, Geräte. Die Kamera ein bisschen um, das sehen in deinen Kopf. Ja, also hier haben wir ja unsere Kirche und hier machen wir ab und zu ein bisschen Sport, sagen wir mal so. Ja, und ich habe gedacht, es ist gerade so schön, ne? Solange die Anna schläft, gehen wir hier hin. Allerdings ist hier langsam so ein bisschen verschmutzt, ne? Die Jugend machen so ein bisschen Quatsch hier. Ich habe hier ein Buch in der Hand. Und zwar hier, meine Reise zu mir selbst. Ja, darüber wollte ich mit euch ja, reden, ein bisschen plaudern. Ja, den Fazit für mich einfach machen. Wie fand ich denn das Buch? Ja, wie fand ich denn das Buch? Ich kam, hast du das drin gelassen, wo ich aufgehört habe? Ich kam bis Seite 72 und dann nicht mehr. Ne, ich kam hier bis hierhin. Hier stand jetzt, ja, warum tust du, was du tust? Ich fange mal an. Das Buch am Anfang wurde mir so sehr empfohlen und ja, so das Ganze, was hier hinten steht, hat mich auch angesprochen und ja, ich kann euch ja so ein bisschen hier so ein bisschen vielleicht vorlesen. Kennst du es, wenn du viele Fragen im Kopf hast, aber keine Ahnung hast, wo du anfangen sollst? Dieses Buch wird dir ein vertieftes Verständnis über dich selbst, deine Gedanken, Programmierungen, Gefühle, Fähigkeiten, Erfahrungen, dein Verhalten und deine Vorstellung von einem erfüllten Leben geben. Ja, also vieles mehr steht dann, ne? Du lernst den Zusammenhang deiner Gedanken, Gefühle und Verhalten, um ein besseres Verständnis über dich selbst zu bekommen. Den richtigen Umgang mit Fehlern, damit du nie wieder Angst vor Fehler machen hast. Und so weiter, halt Ziele fokussieren und so weiter. Ne? Anfang hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht. Dann, wo ich konnte, habe ich das gelesen. Wo es aufgehört hat, wo ich mein Interesse verloren habe, das ist halt, weil du ständig entweder malen musst oder ständig Fragen beantworten musst, um danach halt die Fragen nochmal zu lesen. Ne, warum habe ich diese Ebene vernachlässigt? Da musst du das draufschreiben. Wie kann ich das in Zukunft verhindern? Ja, und dann musst du halt deine Gedanken schreiben. Ich weiß nicht warum, aber das ist für mich dann schon wieder zu viel geworden für ein Buch. Da läuft eine schwarze Katze. Guck mal. Der hat voll krass grüne Augen. Aha. Nicht erschrecken, Asini, da ist eine Katze. Die ist vorbei. Ja, also ständig, ne, und also immer wieder musst du hier schreiben, irgendwas ankreuzen, siehst du? Du kannst nicht in dieses Buch dich so vertiefen und etwas daraus lesen, etwas für dich verstehen, indem du ständig einfach hier etwas, ja, beantworten musst. Das hat mir das Gefühl gegeben, ich möchte das Buch nicht mehr weiter lesen. Ja, das hat genervt tatsächlich. Also Leonie will das jetzt versuchen und lesen. Ich möchte es nicht mehr. Das hat, also wie gesagt, das ist jedes... Guck mal, wie viel du schreiben musst. Da kann ich genauso einen Block nehmen, da kann ich genauso schreiben eigentlich, ne? Theoretisch, ne? Also ich weiß ja schon, wie ich mit vielen Sachen umgehen soll. Ich wollte halt nur, ich habe gedacht, es ist dann, ja, viel schöner das Ganze. Ich dachte, ich weiß nicht, dass ich einfach nur lese, also ich nur lesen kann. Ich habe nicht im Internet gesehen, dass ich hier viel schreiben muss, ne? Und ja, das hat mich halt... Das wurde da auch nicht hingeschrieben. Ja, guck mal, wie viel du schreiben musst. Schau dir, also guck mal, du musst nur noch schreiben. Ja. Also, ne,
ich habe ja auch angefangen ein bisschen hier am Anfang. Ich habe ein bisschen geschrieben und keine Ahnung was, ne? Habe versucht, aber wie gesagt, das Buch ist leider nicht für mich. Ich weiß nicht, hast du da vielleicht eine andere Erfahrung? Hast du dieses Buch gelesen oder was davon gehört? Oder kennst du persönlich jemanden, derjenige, der eine Erfahrung hat, genau mit diesem, mit demselben Buch? Ja, ich finde es schade. Das Buch ist wunderschön. Es riecht gut. Ich liebe es so, nach den Büchern zu riechen. Natürlich alles schön beschriftet. Das Design, das alles. Haben sie gut, hat die Schriftstellerin, ne, Sabrina Fleisch, hat sie gut gemacht. Aber wie gesagt, für mich ist das leider nicht. Ja, so die Texte, die da drin steht, also die da drin steht, das ist kein Deutsch jetzt, die Texte, die da drin stehen, die sind sehr schön. Wie gesagt, das Lesen gefällt mir, es macht Spaß, aber ich mag nicht, ich muss dann 20 Seiten erstmal blättern, bevor der nächste Text kommt. Und ja, also wie gesagt, ich habe aber ein anderes Buch. Leonie hat ein anderes Buch. Hast du ein Bild? Ja. So ein bisschen besser drauf. Jetzt haben wir die Kirche hier. Ding Dong. Das Buch will die Leonie bestellen. Ne, das ist Gute Menschen verlieren nie. Das hat sie auch ganz viel jetzt in TikTok-Videos, ja, mir heute gezeigt. Tatsächlich macht das richtig guten Sinn, und das ist tatsächlich ein Buch, wo du halt Texte hast und du lesen tust, ne? Und du kannst dich in da rein vertiefen, das Buch versuchen zu verstehen und so weiter. Ja, ich finde es schade, wie gesagt, aber ich glaube, das wird dir auch nicht gefallen. Das wird dich nerven, das weiß ich einfach. Ja, ich finde es schade einfach. Ich finde es wirklich schade. Ich beschäme mir aber auch. Ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwo online stelle. Ich kann das gar nicht online stellen. Du hast reingeschrieben. Ich habe schon reingeschrieben, ne? Außer ich reiße hier einiges raus. Aber das ist dann auch blöd. Du guckst immer ständig irgendwo hin. Was? Du guckst irgendwo hin, ich guck nur, ob da die Leute kommen. Ja. Ich guck auch automatisch. Wenn du guckst, guck ich auch. Ja, auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall sehr, sehr gerne, das hat mir die liebe Katjuscha vom Kanal Katjuscha Vlog, glaube ich, ne? Die liebe Katja hat mir ja dieses The Magic empfohlen. Das hat mir auch eine gute Freundin, auch eine Bekannte empfohlen. Und dann hatte ich das auch im Internet ständig. ja, The Magic, ne? Und da war ich mir irgendwie, nee, ich bestelle zuerst dieses. Ja, und okay. Die liebe Katja vom Kanal 85, Katja, sie hat mir auch da ein paar Bücher empfohlen. Hatte ich hier extra einen Screenshot gemacht. Ja, ich glaube, ich begebe mich in die Richtung. Also Leonie bestellt dieses Buch, beziehungsweise mein Mann oder Leonie. Ich. Wir gucken. Wir teilen uns das natürlich zuerst Leonie, dann ich, und oder parallel bestellt mein Mann The Magic, und dann schauen wir mal weiter. Ich weiß nicht, müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ich finde es sehr schade, aber ja, so ist das. Aber ich möchte mir Mühe geben, ich möchte solche interessante Bücher tatsächlich mehr lesen, damit man einfach ja zu sich kommt, zur Ruhe kommt, das Leben versucht zu verstehen. Das ist momentan auch, glaube ich, ja, es wird alle Jahre immer ein bisschen anders, schwieriger. Kommt jemand dazu, was für ein Schrei das ist gewesen? Wie so ein Dino-Rex. Ja, oh Gott. ja, und manche, also starke Menschen können damit umgehen, mit vielen Sachen, mit vielen Situationen im Leben. Schwache Menschen leider nicht. Das ist so ich zum Beispiel, mein Kind. Ja, wir sind sensibel. Ich bin sehr sensibel. Nein, ich bin relativ stark, aber damit umzugehen ist schwer. Ja, ist schwer. Deswegen ist es cool, wenn man auch nochmal so ein schönes Buch hat. Weil wenn man so ein schönes Buch hat, dann stärkt man sich einfach, finde ich persönlich.
wenn ich ein Buch lese, was mir Spaß macht, was mich wirklich da reinzieht, wo ich nicht aufhören kann und was so ja, Sinn hat auch, ne? Sinn einfach vom Buch. Ja, das strebt dich nach vorn, das gibt dir Kraft und das will ich halt machen. Genau. Ja, ich würde auch hier nicht viel mehr quaseln, da fährt ein Krankenwagen jetzt, keine Ahnung. Jetzt machen wir ein bisschen Sporti. Und ja, ich habe Leonie Nägel schon gemacht. Zu lang natürlich. Nein. Für meinen Schätzer zu lang. Nein, sie meint nicht. Ja, ich will aber doch auf jeden Fall meine lang ziehen. Die sind schon so ein bisschen gewachsen. Ich habe sie heute natürlich zurechtgefeilt. Und ich habe die neue Gels ausprobiert. Das hat Leonie, dieses Flieder. Und das hat so ein schimmerndes, ne? Ja, das ist so mega einfach. Für den Urlaub mache ich mir nächste Woche, mache ich mir das einfach komplett auch Flieder. Machst du mir dann auch auf den Füßen, ne? Ja. Und Füße mache ich mir auch, glaube ich, einfach Flieder auch. Mal gucken. Ja, bald geht das in den Urlaub. Das ist so schön. Endlich können wir auch dann abschalten, zur Ruhe kommen und die Zeit genießen, die Meeresluft genießen. Ja, und natürlich nehme ich da euch mit. Einige Vlogs wird es geben natürlich und auch Shorts, aber ich glaube, Vlogs ist einfacher. Da kann man in einem Video halt ein bisschen mehr zeigen. In einem Short, ja, eine Minute ist halt recht kurz und wenn ich euch 20 Shorts reinlade, also hochlade, dann hat es, glaube ich, auch keine besondere Vorstellung oder Sinn der Sache. Deswegen, wir gucken. Entweder es wird jeden Tag 10, 15, also 15 Minuten Video kommen oder halt, ja, zwischendurch auch ein paar Shorts oder so. So, ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir Gesundheit, liebe Menschen um dich herum, positive Energie. Ich erzähle an dich. Und wie gesagt, schreibt in den Kommentaren. Also schreibt mir in den Kommentaren. Kennst du? Das Pferd meint auch. Ob du das Buch halt gelesen hast. Hast du was davon gehört? Ich wiederhole mich zwar nochmal, aber ja. Kannst mir die gerne, ihr könnt auch mir gerne eure Empfehlungen schreiben. Was war das? Ein Viech. Ich muss gleich losrennen. ja, ihr könnt mir auch auf jeden Fall weitere Empfehlungen geben. Nehme ich mir sehr, sehr gerne. Mache ich einen Screenshot und arbeite auch die Bücher mal nach. Ich habe auch der Leni heute gesagt, die Xenia hat sich verabschiedet und blabbert wieder weiter. Also kennt ihr ja von mir. Nichts Neues. Also, ich mach's kurz. Ich will sehr, sehr gerne in Jülich bei uns Nachbarort nach Thalia gehen. Da ist eigentlich recht in Ordnung. Also groß genug Thalia. Ja, und genau, ich würde sehr gerne, vielleicht wenn du arbeitest, einmal rein und so ein Buchvideo machen und so. Oder wenn du Schluss hast mit dir zusammen. Je nachdem, ne? Und einfach so, wenn wir mal in Jülich sind. Ja, genau. Muss mal gucken. Vielleicht kann man da auch sich irgendwie anmelden und ein Buch ausleihen. Ich weiß nicht. Bestimmt. Aber geht das bei Thalia? Kennt das jemand oder nicht? Ich mag nicht so ausleihen. Ich finde, kaufen mehr. Ja, kaufen ist schon, also eigenes man schon. Man kann sich ja ein bisschen reinlesen und wenn es gefällt, mitnehmen. Ja, oder so. Ja, müssen wir mal gucken. So, lieben Piep, hab ich lieb. Wünsche euch alles Liebe. Bis morgen, bis zum neuen Video. Tschüss.